Falls du den Eindruck hast, beruflich etwas mit Menschen machen zu wollen, ist hier eine Gelegenheit. Bei uns am Berufskolleg Bleibergquelle in Velbert kannst du Erzieherin werden. In einem Kindergarten kannst du Kinder in den ersten Lebensjahren beim neugierigen Erforschen ihrer Welt begleiten. Darauf hast du keinen Bock? Nun, Erzieher arbeiten außerdem an vielen anderen Stellen. Sie arbeiten in Kinder- und Jugendwohngruppen, in der Heimerziehung, offenen Kinder- und Jugendhäusern, Familienberatungsstellen, Tagesstätten oder Wohnheimen für Menschen mit Behinderung, Erholungs- und Freizeitheimen und natürlich in Einrichtungen für Flüchtlinge. Außerdem können Sie sich auch selbstständig machen und bauen Ihren eigenen pädagogischen Betrieb auf. Was du genau als Erzieher alles machst, liest du am besten selbst nach. Zum Beispiel im Netz auf berufenet.de oder du schaust dir ein paar YouTube-Clips an. Wie auch immer, es ist ein ziemlich genialer Job. Vor allem, weil du viele geniale Leute treffen wirst, ob nun kleine oder große. An unserer Schule, genauer gesagt Fachschule für Sozialpädagogik, kannst du in 3 Jahren Erzieherin werden. 2 Jahre gehst du zur Schule. Okay, Schule klingt eher öde, aber während dieser Zeit machst du insgesamt 4 Monate Praktikum. Im 3. Jahr arbeitest du schon. Das ist dein Anerkennungsjahr. Hier verdienst du dann auch endlich Geld. Und außerdem, Unterricht an unserer Fachschule ist nicht das, was du schon kennst. Du musst dir das grob so vorstellen. Es gibt vormittags Unterricht, fast für alle gleich. Aber selbst davon stellen normale Fächer nicht mal die Hälfte dar. Und sie beziehen sich auf den Beruf. Die andere Hälfte ist das sogenannte Lernfeld, das dich mit Themen aus dem Beruf in Kontakt bringt. Nachmittags ist der Unterricht nicht für alle gleich. Es gibt zwar noch Vorlesungen, wo jeder hin muss, aber dann gibt es unzählige Workshops in unterschiedlichen Bereichen. Und du kannst entscheiden, was dich am meisten interessiert und auswählen. Die Themen der Workshops sind so zahlreich, dass sie hier nicht genannt werden können. Oft bringen sie dich mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt und führen dich an Orte außerhalb der Schule. Überhaupt kannst du in deiner Ausbildung bei uns einige Schwerpunkte wählen. Sprache, Natur, Bewegung oder auch Heimerziehung oder Kinder unter 3 Jahren. Du lernst Erlebnispädagogik kennen und kommst mit dem Glauben an Gott in Berührung. Ja, richtig gehört. Das wollen wir dir natürlich nicht verschweigen. Wir sind eine christliche Schule. Die Lehrer und Lehrerinnen glauben an Gott und reden von ihm. Du musst kein Christ sein oder werden, um hier eine Ausbildung zu machen. Aber falls der Kontakt mit dem Glauben für dich ein No-Go-Kriterium ist, solltest du es vorher wissen. Noch eine Katze muss aus dem Sack gelassen werden. Die Geldkatze. Da wir als private Schule nicht alle Kosten vom Staat erstattet bekommen, sind wir auf Spenden angewiesen. Also, falls sich mal einer fragt, was willst du denn später beruflich machen, machen wir dir ein Angebot. Komm doch ans Berufskolleg Bleibergquelle. Für diese Berufe sprechen erstens viele Jobchancen in unterschiedlichen Bereichen, zweitens viele tolle Erfahrungen mit unterschiedlichen Menschen, drittens eine Fülle an Möglichkeiten, den eigenen Interessen nachzugehen. Melde dich bei uns an. Den Bogen und die Hinweise zu dem üblichen Papierkram findest du auf unserer Webseite. Werde Teil unserer Community. Danke für dein Interesse an diesem Video.